Was genau suchen wir denn hier? Mein Vater hat in der Aufzeichnung doch vom Wurzelwald gesprochen. Hast du nicht zugehört? Naja, ich war ein wenig abgelenkt von den Schreien in Asposan und den Basilen. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein. Aber der Wurzelwald ist riesig. Und unheimlich. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Naja. Sag ich doch. Also los. Ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los. Stopp. Da ist eine Falle. Wo? Oh ja, ich weiß. Ich wollte nur, Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst du nichts an. Ach, als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Okay, jetzt bin ich ganz schön baff, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt gerade echt nicht erwartet. Uiuiui, da steckt der Conroy also hinter den Basilen. Beziehungsweise arbeitet mit ihnen. Hat er jetzt den Conroy-Puppe aufgegessen? Tatsächlich. Wir haben fast gar nichts mehr. Ja, das ist jetzt echt krass. Das ist natürlich die Frage. Also man hat gesehen, es gibt mehrere von ihm und seine Flötennase, wie es schön heißt. Und die Laura scheint wohl auf der Suche nach ihrem Vater zu sein. Beziehungsweise Hinweis auf ihren Vater, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Uiuiui. Jetzt stellt sich aber auch natürlich die Frage, was will der Conroy mit unserer Nase? Viele Fragen, wenig Antworten. Wir befinden uns jetzt im Wurzelwald, ist es? Genau. Gut, was haben wir denn hier? Oh, auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. Achtung, gefährliche Fallen. Irgendwas Kaudewelsch. Okay, wir fahren jetzt mit dem Tier. Gucken, ein Dornenstrauch. Ein Dornenstrauch? Conroy hatte ganz viele davon auf seinem Fenstersims stehen. Nehmen wir mal eins mit. Autsch, ein sehr anhänglicher Strauch. Jetzt mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Was ist denn das hier? Eine Wollmaus. Sie beobachtet mich. Ist doch goldig. Zu hoch. Was hat denn gerade so geknackst? Zu hoch. Wie deine Armknochen, hey. Uiuiui. Baumfrüchte. Sehen massiv und schwer aus. Vielleicht sollte ich nicht direkt unter dem Baum herumstehen. Nimm noch eine mit. Die hängen zu weit oben. Die hängen zu weit oben. Kann man Minzbonbon draufschießen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Natürlich nicht. So eine Feder geht wahrscheinlich genauso wenig wie mir ein Helm. Sieht eher aus wie ein Trichter. Solange es als Helm dient, ist doch egal. Das hat sie wohl mit Helm gemeint. Ein Trichterhelm. Okay, kann er sich den aufsetzen? Nein. Bremsspur. Lecker. Wow, dass wir das überlebt haben. Ach so, das ist das Fahrzeug, sehe ich jetzt erst. Ja, die Flugmaschine. Können wir damit irgendwas machen? Ich wühle hier nicht im Dreck rum. Warum denn nicht? Trümmer. Aus den Trümmern könnte ich ein Haus für Laura und mich bauen. Wir könnten hier in der Abgeschiedenheit leben und eine Familie gründen. Ach schön, ich glaube nicht, dass sie das so unbedingt möchte. Meine Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Nichts Brauchbares mehr. Und klar, nimm noch einen Splitter mit, was Scharfes, kann man immer gebrauchen. Naja, gut, Schild. Achtung, gefährliche Fallen. Ja, ich kann auch lesen. Auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Kann man auch das Schild hier lesen? Nein, das kann man nicht lesen. Was ist denn hier? Sieht ja auch unheimlich aus. Sonst das Moor. Riecht wie eine Schnecke, die jemand erst zertreten und anschließend in der Sonne liegen gelassen hat.
Okay. Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ein Bad. Ja, wenn du zum Baden willst, viel Spaß. Die vielen Fallen? Huch. Deuten darauf hin, dass es dahinter etwas gibt, das ich auf jeden Fall haben will. Was war denn das? Ich habe nichts gedrückt. Überhaupt nichts. Komisch. Gerade voll erschrocken. Was ist jetzt kaputt? Natürlich könnte ich darüber gehen, aber dann wäre ich eben tot. Diese Laute zwischen, da kannst du ganz gemütlich drüber laufen. Na gut. Sonst gibt es hier nichts, wie es aussieht. Ganz spiegeln. Doch, wir haben hier ein Astloch. Oh, ein Astloch. Was da wohl drin ist? Nichts. Auch nicht, wenn du mal reingreifst? Meine Hand passt nicht durch das Loch. Ich könnte meine Nase reinstecken, aber was sollte das bringen? Okay, könnte vielleicht noch was bringen. Merken. Wir haben noch den Baum, den haben wir, glaube ich, noch nicht angeschaut. Da oben hängen riesige Früchte. Ja, die brauchen wir bestimmt auch. Wenn ich jetzt dagegen trete, würde mir auf jeden Fall eine Frucht auf den Kopf fallen. Ist doch egal, das ist doch wenigstens eine Frucht. Gut, sonst gibt es hier nichts. Dann reden wir mal mit dem komischen Tier, wenn es überhaupt reden kann. Unsere Puppe wiedergeben. Wenn das Tier nicht aufpasst, wird es noch an Conroy ersticken, wie so viele vor ihm. Ja, ist schon echt schade. Das Einzige, den er hatte, war Conroy und den... Der ist jetzt böse. Okay, jetzt hat er seine Laura. Aber naja. Er will sie nicht hergeben. Und seine Zähne sehen ziemlich scharf aus. Okay, können wir vielleicht mit einer Feder irgendwie in seine Nase kitzeln? Na komm schon, spuck den alten Lügner aus. Okay, die Handpuppe. Dich sollte man nicht aus den Augen lassen. Und sonst kann das Tier nichts. Na, was bist du denn? Hallo, mein Kleiner. Kann man dich denn streicheln? Hallo, junger Freund. Die Antwort auf Ihre erste Frage lautet, ich bin ein Schroff. Und die Antwort auf Ihre zweite Frage ist, nicht, wenn Sie eines qualvollen Todes sterben wollen. Oh, tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr reden könnt. Keine Ursache. Das wissen viele nicht. Die meisten, die mich kennengelernt haben, sind tot. Also eigentlich jeder. Sie müssen verstehen. Ich bestehe zu 96% aus tödlichen Giften. Meine Güte. Ja, man lebt sehr sicher. Es wird auf die Dauer aber schon ein wenig einsam. Ja, sehr sympathischer Typ. Ich würde ihn auf jeden Fall jetzt gerne mal anfassen und einen qualvollen Tod sterben. Oh Gott. Gefahr, Fallen. Reden wir erstmal über die Gefahr. Ihr, würdet euch selbst also als giftig bezeichnen? Das ist ein Selbstverteidigungsmechanismus meiner Spezies. Ach so, damit ihr im Wurzelwald überleben könnt, obwohl es hier so gefährlich ist? Um einmal der Wahrheit die Ehre zu geben, das Gefährliche am Wurzelwald sind eigentlich die Schroffs. Was genau ist denn so gefährlich an euch? Also im Prinzip alles. Ich sondere ein mörderisches, ätzendes Sekret ab. Mein Schwanz ist der Prügel des Todes und mit meinen Krallen will ich gar nicht erst anfangen. Sie bohren sich in alles, was weicher ist als ein Diamant. Ich könnte ewig so weitermachen. Okay. So, tut mir leid, da habe ich kurz einen Cut gemacht, weil ich gedacht habe, mein Handy klingelt. Aber das hat es nicht. Natürlich nicht. Wer ruft doch schon um 4 Uhr morgens an. Ja, okay. Gefahr ist noch nicht vorbei. Ihr seid also gefährlich. Gefährlich ist das falsche Wort. Es beinhaltet die Möglichkeit, eine Berührung mit mir lebend zu überstehen. Ich würde mich eher als absolut tödlich einstufen. Wirklich?
Ja, ganz ehrlich, Hand drauf. Nein, ich mach nur Spaß. Ich finde den cool. Ich mag den. So, das scheint fertig zu sein. Fallen. Habt ihr diese Fallen hier aufgestellt? Wieso sollte ich das tun? Ich bin absolut tödlich. Aber wer war es dann? Ach, das war der verrückte Alte, der hier im Wald wohnt. Für einen Geistlichen legt er eine erstaunliche Kreativität an den Tag, wenn es um das Töten von Eindringlingen geht. Ein Geistlicher? Heißt das, er ist ein Windmönch? Ein ehemaliger Windmönch. Sein Brunnen ist versiegt. Ich habe den Verdacht, dass er darüber nicht ganz hinweggekommen ist. Ja, scheint so. So, da treffen wir also den zweiten Windmönch. Hoffentlich ist er mal ein bisschen anständiger als der erste. Warum stellt er denn Fallen auf? Will er nicht gefunden werden? Ach, wer weiß schon, was eine verrückte Seele umtreibt. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, hat er etwas von einem geheimen Ort im Wald gefaselt, den er beschützen muss. Genau da wollen wir hin. Super, dann müssen wir nur noch an diesen Fallen vorbei. Na, dann viel Glück. Genauso gut kannst du versuchen, einen Schroff zu küssen. Nein, ehrlich, mich hat noch nie jemand geküsst, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz lustig, wie das aussieht, wenn er spricht und sein der ganze Kopf so hoch geht und der Mund so riesig ist. Müsst ihr mal aufpassen. Sieht echt lustig aus. Das Fallensystem sieht nicht sehr raffiniert aus. Fürwahr. Aber der verrückte Alte, der sie aufgestellt hat, ist da eher ein Verfechter von Effektivität. Also... Sie sind nicht clever, aber tödlich. Okay, muss ich was anderes hinsetzen? Moment. So. Krallen. Was ist denn so schlimm an euren Krallen? Nun, ich sage es mal so. Eigentlich kann ich mich nur auf festem Stein fortbewegen. In jedem anderen Untergrund bleibe ich stecken, da sich meine Krallen sofort hineinbohren. Und auch dieser Stein wird irgendwann aufgeben. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ach, das ist halb so schlimm. Das hält mich zumindest fit. Ja, sieht man auch hier an deinem süßen, rundlichen Bäuchlein. Also wenn der nicht giftig wäre, hätte ich so einen gerne als Haustier. Ehrlich gesagt, ich finde ihn cool. Sieht auch lustig aus. Eure Krallen sind wirklich scharf. Mir tränen schon die Augen, wenn ich sie ansehe. Ja, und unpraktisch sind sie auch. Oha. Oh ja, ohne es zu wollen, schneide ich mir ins eigene Fleisch und fange an zu bluten. Und du willst nicht wissen, was mein Blut alles anrichten kann. Ich glaube, das will ich wirklich nicht. Oh Mann, ich hoffe, dass wir mit dem noch viel Spaß haben werden. Das ist lustig. Mit diesen Krallen könnt ihr dann doch nichts anfassen. Oh, ich kann durchaus Dinge anfassen. Ich kann nur nichts anfassen, ohne dass es stirbt. Ja, sozusagen schon. Sekret. Was genau ist denn ein Sekret? Eine Körperflüssigkeit. Alles, was man so absondern kann. Meine Haut und mein Speichel zum Beispiel sind hochgradig ätzend. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass ich, wenn es regnet, nicht nass werde. Weil der Regen im Sekundenbruchteil verdampft. Oder dass ich ohne weiteres ein Loch in diesen Stein spucken könnte. Das klingt aber wahnsinnig beeindruckend. Ja, ich habe einmal ein Mädchen damit so beeindruckt, dass sie tatsächlich mit mir ausgegangen ist. Wie ist es gelaufen? Na, eigentlich gut. Aber wenn ich nervös bin, habe ich eine feuchte Aussprache. Oh, und wie hat sie reagiert? Na, sie war ganz aufgelöst. Verstehst du? Aufgelöst. Oh Gott, ich verdiene diesen Tipp. Der ist so geil. Feuchte, tödliche Aussprache also? Hört sich sehr unpraktisch an. Und wie? Versuch mal als Schroff eine Frau kennenzulernen. Sind Schroff-Mädchen genauso giftig? Das Problem ist, dass sie noch viel giftiger sind. Wenn zwei Schroffs sich verlieben, dann wirklich für den Rest ihres Lebens. Wie romantisch.
Naja, der Rest des Lebens ist dann eben nicht mehr besonders lang. Oh Gott. Okay, alles klar.